Für dieses System ist ein Update verfügbar. Ich liebe diesen Spruch auf einem unserer Plakate. Und natürlich fragt man sich sofort, okay, wo kann ich das downloaden? Aber ich möchte nochmal davor zurück, nämlich für was für ein System? Was ist denn mit dem aktuellen System? Kurzzusammenfassung. Also, bis vor etwa 150 Jahren lebten wir in Großfamilien und wir waren sozusagen eingebunden in eine Gemeinschaft und dennoch frei, sozusagen uns zu bewegen, hatten über Generationen, über unterschiedliche Branchen hinweg, über unterschiedliche Menschen hinweg Kontakte und waren sozialisiert sozusagen in der Vielfältigkeit der Menschen, mit denen wir zu tun hatten. Und wir waren gleichzeitig gehalten in einem Ganzen und gleichzeitig natürlich auch manchmal so gehalten, dass wir da ausbrechen wollten und so. Aber wir waren gehalten und individuell. So. Dann hat die Entwicklung eingesetzt, die dazu geführt hat, dass, ich überspringe jetzt mal ein paar Schritte, die finanziellen Mittel so groß waren, dass der ehemals romantische Traum von man darf wirklich die Person heiraten, die man liebt, plötzlich lebenswert und also machbar wurde, nicht wahr? Wozu führte das? 50er, 60er Jahre zu einer Gesellschaft, die darin erstarrte, dass man brav mit seiner Frau auf dem Sofa vor dem neu gekauften Farbfernseher saß und den Luxus genoss, zu zweit in Heimlichkeit ein oder zwei Kinder aufzuziehen, der Mann ging arbeiten, die Frau kümmerte sich um die Küche. Das ist nämlich keine klassische Verteilung der Rollen, sondern es ist eine ganz, ganz moderne, neue Verteilung der Rollen. So, das ist so dermaßen verkrustet, dass die 68er-Generation diese Schale, Gott sei Dank, Dankeschön, aufgebrochen hat. So kann Leben nicht sein. Und was ist passiert? Die Gemeinschaft wurde wieder gesucht. Hippies gingen tanzen, Rockkonzerte, Riesenveranstaltungen. In Amerika dieses, ihr wisst schon, wovon ich rede. Also, es ging darum, den Tribal Groove wieder zu spüren, das Pumpen der Herz, der Rhythmus, gemeinsam in Rituale zu gehen, mit den unterschiedlichsten Leuten gleichzeitig und aus dieser Enge der angeblichen erleuchteten Zweisamkeit da, was so in der modernen Wirtschaftsgesellschaft plötzlich möglich war, zu fliehen. Interessant, nicht wahr? So, die brachen das auf, die 68er, Gott sei Dank. Und natürlich haben sie die Weltrevolution jetzt nicht genau hingekriegt. Sie waren auch natürlich sehr beeindruckt von diesen ganzen marxistisch-leninistischen, sonstigen Ismen. Auch darüber sind wir inzwischen hinaus. Nach den 68ern, ein paar sind ins System gegangen, ein paar sind durchgekommen. Der Joschka ist Außenminister geworden und so weiter. Danach passierte irgendwie nicht viel. Komisch, ne? Das ist meine Generation. Meine Generation, ich bin 10 Jahre zu jung dafür, ein 68er zu sein, ist nach innen gegangen. Wir sind nach innen gegangen, während sich das System da draußen weiter irgendwie weiterentwickelt hat, konsumiert, kauft, gründet Zweisamkeitsfamilien, lebt in vorgegebenen Bahnen und so weiter und so fort. Ja, wie das zwar aufgebrochen wurde durch 68, aber ich meine, wie viele Kommunen gibt es heute noch, nicht wahr? So. Also ganz ist ans Ziel ist die Revolution nicht gekommen. Und meine Generation, meine Generation X, die letzten Baby-Boomers, wir sind die, vor denen das Rentensystem Angst hat, wir sind nach innen gegangen. Wir sind nach innen gegangen und wir haben uns mit Buddhismus beschäftigt. Jede Menge meiner Freunde sind zuerst nach Pune und dann nach Amerika, um dem Bhagwan hinterherzufahren und sich zu suchen und zur Erleuchtung zu kommen. Der ganze asiatische sozusagen Kram kam rüber nach Deutschland. Der Ole Nidal hat ein Buddhistenzentrum nach dem anderen aufgemacht. Innerlichkeit war angesagt, Esoterik war angesagt, Räucherstäbchen waren angesagt. Vielleicht findet man ja da das, was einem in der Gesellschaft immer noch so unglaublich gefehlt hat. Weil ja das Kapital, das sich selbst vermehren will, nicht wahr, und den Mensch dazu in seinen Dienst nimmt, in der Gesellschaft immer noch nichts anderes gemacht hat, als zu versuchen, immer noch produktiver und effizienter noch mehr Kapital zu schöpfen. Also hat man von meiner Generation, Generation X, nicht viel gehört. Bis heute. Das wird sich nämlich ändern. Dann war ich irgendwann 35 und ich höre
in der Disco, wo ein Freund mich eingeladen hat, so eine Musik und die ging so. Und ich denke, was ist das denn? Ich bin 35, ich kapiere die Jugend nicht. Geht's noch? Ich bin Rocker. Ja, sagt mein Freund, die sind ja auch alle druff. Aha, auf was denn? Na, das ließ sich herausfinden. Und nachdem mir der Sven, zwei von den Dingen gegeben hatte, bin ich auf einmal da rum und we were family. Und wir sind nächtelang. Und was war das Feeling dabei? Worum ging's dabei? We are family. Und zwar ohne jedes Wort. In der Generation vorher, Generation X, wir haben noch auf Texte von Musik gehört. In der Generation davor, die haben noch Bücher gelesen von Lenin und Marx. In der Techno-Generation hat niemand irgendwas gelesen, außer was er musste. Sondern wir sind da rein, wir haben uns das Zeug, das brauchst du ja irgendwann nicht mehr. Ne? Also du verstehst es und du bist Family und alle gehen ab. Alle. Mann, Goa-Partys waren geil. Das hat natürlich überhaupt gar nichts zur gesellschaftlichen Veränderung beigetragen, weil durch die bewusste oder unbewusste Verweigerung des Wortes, ja, keine Texte, durch die Verweigerung des Wortes in dieser Jugendkultur wurde auch inhaltlich nichts bewegt. Was passierte mit dieser ganzen Generation? Nun, die wurden Bankangestellte und arbeiten in Speditionen und sind den ganz normalen bürgerlichen Weg reingesaugt worden, weil sie ihm inhaltlich nichts entgegenzustellen hatten. Wir noch, die 68er oder wir zumindest die Spiritualität oder sowas. Da war nichts. Da war nur Gefühl. Und jetzt sind wir noch eine Generation weiter und jetzt passiert ganz was Interessantes auf der ganzen Welt. Gibt es eine Bewegung, weil alle spüren, das System, so wie es jetzt ist, ist Schrott. Es geht nur noch um das Diktat der Wirtschaftlichkeit, besseren Margen, Shareholder Value, irgendwelche Verbrecher, die den ganzen Planeten aussagen wie eine Bananenrepublik. Das kann es ja wohl nicht sein. Also, worum geht's, wenn wir sagen, für dieses System, in dem wir hier leben, nach dieser Historie, ist ein Update verfügbar. Und das ist ganz einfach. Das Diktat der Wirtschaftlichkeit hat dazu geführt, Vereinsamung, Vereinzelung, zu wenig soziale Kontakte quer über die Generationen für alle Bewohner dieser Gesellschaft. Und es hat vor allen Dingen dazu geführt, dass Wettbewerb und Konkurrenz, Individualisierung und Abgrenzung und sich am besten erheben über den anderen, dass das belohnt worden ist. Und das ist crazy. Es gibt eine Untersuchung, da zeigt man kleinen Babys mit 6 Monaten auf dem Bildschirm einen Mann, der versucht, einen Berg hochzulaufen. Und dann kommt ab und zu ein grünes Männchen und schiebt den und hilft den. Und ab und zu kommt ein rotes Männchen und drückt den wieder runter. Und dann, nachdem man das den Babys gezeigt hat, diesen Film, auf so einem Bildschirm, der da rumsteht, stellt man so ein grün und so ein rotes Männchen, stellt man dann so in den Raum. Und 100% der 6 Monate alten Babys gehen wohin? Sehr klar, zu dem grünen Männchen, zu dem Unterstützer. Jetzt kommt's. Ein halbes Jahr später zeigt man ihnen das wieder. Denselben Babys oder einen gleichen Sample, ist egal. Und schon 20% gehen zu dem Roten. Das heißt, unterstützen ist etwas, was in uns kreatürlich angelegt ist. Jede Zelle von uns ist frei darin, dass sie ihren Zellhaushalt hat und sie ist in ein Zellsystem eingebunden, selbst organisiert und das erschafft Leben. So sind auch die kleinen Babys eigentlich. Aber wenn sie ein Jahr alt sind, dann haben sie in der Familie schon gesehen, dass böses Verhalten, dominierendes Verhalten, machtförmiges Verhalten, nicht unterstützendes Verhalten belohnt wird in dieser Gesellschaft. Und da ist der Fehler im System. Und deswegen bedeutet das Update für das System, dass wir zurückfinden zu einer kooperativen Gesellschaft. Und eine kooperative Gesellschaft wird ausschließlich geboren daraus, dass wir achtsam aufeinander sind. Und nicht gleich urteilen und nicht gleich handeln und nicht gleich durchsetzen und nicht gleich den anderen niedermachen, sondern erstmal dabei bleiben und wahrnehmen. Achtsamkeit, das ist das Gebot der Stunde.
Und wenn wir achtsam aufeinander sind, sehen wir, was sie macht und was sie macht und was er macht und wie das zusammenpasst. Und wenn wir ein bisschen ruhiger und gelassener hinschauen, kriegen wir das zum gemeinsamen Funktionieren. Und es gelingt. Gesellschaft kann man nämlich nicht gewinnen, ja? Aber man kann dafür sorgen, dass es gelingt, eine gute Gesellschaft zu leben mit uns allen. Es geht also nicht mehr um den einzelnen Erfolg, sondern es geht um das gemeinsame Gelingen, in dem jeder Mensch sich frei entfalten kann und wir so achtsam aufeinander sind, dass wir gemeinsam nachhaltig und toll miteinander funktionieren. Und das ist, liebe Freundinnen und Freunde, das Update, worum es geht. Diese Achtsamkeit, aufeinander zu achten, was der andere tut, das ist bei den Piraten schon immer vorgefühlt mit dem Wort Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz biologisch bedeutet, dass der einzelne Vogel oder Fisch oder was man da untersucht, auf 5 bis 7, 8 andere Fische oder Vögel um sich herum so genau achtet, dass er insgesamt merkt, was für die Gruppe jetzt am dienlichsten ist. Und wenn das alle machen, dann wird der Schwarm intelligent. Also geht es um ein Update zur Achtsamkeit, um den Weg von der Konfrontation zur Kooperation, um den Weg von weg von der Gleichmacherei, der Stärkere gewinnt, hin zu einer Vielfalt. Alle möglichen unterschiedlichen Menschen sind sozusagen so, wie sie sind, an dem Platz, wie sie sind, wie sie sich entfalten, genau richtig, wenn sie eingebunden sind in eine Gesellschaft, wo einer auf den anderen und wir alle aufeinander achten. Ich habe so Bock auf diese Gesellschaft. Ich habe so Bock drauf. Versteht ihr? Mir kommen da die Tränen, wenn ich daran denke. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich habe ein Hammer-Argument, warum ich mir erlaube, daran zu glauben, dass dieses Update stattfinden wird. Dass wir als Piraten, wir sind Ausdruck dieser globalen Bewegung, dass wir dieses Update ins Werk setzen können. Nämlich, wisst ihr, was mein Hammer-Argument ist, warum ich mich traue, mir das selber zu glauben? Weil es viel, viel mehr Spaß macht. Weil es viel mehr Freude macht, in einer kooperativen Gemeinschaft zu sein, wo einer dem anderen wirklich zuhört, aufeinander achtet und unterstützt, als in einer Gesellschaft, in der man ins Burnout rennt, sich gegenseitig totschlägt, umfällt, in Depressionen fällt, weil man so vereinzelt ist, weil man gegen den ganzen Scheiß kämpfen muss. Lasst uns aufhören zu kämpfen. Lasst uns beginnen zu kooperieren. Es macht mehr Freude. Und deswegen werden wir gewinnen.